nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute aus Bichwil, einem kleinen Ort im St. Gallischen. In der Dorfstraße 28 wollen wir heute einmal das Timewafer Gesundheitszentrum und die Firma Vostag AG besuchen. Folgen Sie mir, einiges Interessantes und Spannendes werden wir für Sie heute uns anschauen. Nun sind wir hineingegangen in der Dorfstraße 28 in Bichwil und besuchen die Firma Vostag AG. Bei mir jetzt Alexander Gock. Hallo Alexander. Grüß dich, hallo. Schön, dass wir uns wieder einmal sehen. Ja. Jetzt durfte ich zu dir kommen, um uns einmal anzuschauen, was es da so alles gibt. Was sind da die Oberbegriffe? Was würdest du sagen, wenn Kunden zur Vostag AG kommen, was finden sie hier? Also wir bieten mal Lösungssysteme an in Bezug auf Elektrosmog. Also richtige Lösungssysteme für den Arbeitsplatz, für das private Zuhause. Wir bieten Schulungen an, Kurse, Seminare, Ausbildungen, dass man auch selber ein Strahlenexperte oder ein Harmonisierungsexperte sein kann. Das heißt, ich kann hier alle diese Themen, die sowohl meinen Körper betreffen, heute ja immer ein größeres Thema, jeder schleppt ein Handy, ein Smartphone, ein Pad, was auch immer mit sich rum. Das heißt, der Schutz wird immer wichtiger für uns? Ja, auf jeden Fall. Und das geht ja auch viel tiefer. Meine viele Aufklärungskampagnen reden ständig beim Handy von der herzischen Welle. Eine herzische Welle ist zwar da und die können wir nicht harmonisieren, die bleibt da. Aber es gibt immer eine Resonanzschwingung. Und diese Resonanzschwingung hat die höchste biologische Relevanz. Und genau die können wir aufheben durch eine sogenannte Totalreflexion. Und das muss man den Experten auch schulen, dass sie das nach außen tragen können. Das heißt, die Eltern müssen sich keine Sorgen mehr machen um ihre Kids, die da mit der ganzen Elektronik rumrennen. Es gäbe die Möglichkeit, mit gewissen Systemen diese Strahlungen, die diese ganzen Smartphones und sonstigen Geräte abgeben, da in den Griff zu kriegen? Das möchte ich so jetzt nicht als mit einem einfachen Ja beantworten. Letztendlich ist das Verzichten, darauf verzichten, immer noch das Beste, was man machen kann. Aber wenn man nicht verzichtet und die heutige Gesellschaft will nicht verzichten, dann können wir wenigstens die sogenannte Resonanzschwingung in der total reflektieren, dass sie keine biologische Relevanz mehr hat auf unseren Körper. Was bleibt, ist die herzische Welle, oder? Und die bleibt und die ist nicht gesund und die können wir auch nicht gesund reden. Dann haben wir zumindest mal die Möglichkeit, uns die Dinge anzuschauen, die das Ganze etwas entschärfen und etwas verbessern. Aber wie gesagt, am besten ausmachen und weglegen. Ja, absolut. Also ich sage es auch immer wieder bei den Jungs, wenn sie das Handy da vorne in die Tasche haben, das ist die Pille für den Mann. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Sowohl auf die eine nicht auf die andere Seite. Gerne. Wir schauen uns jetzt einmal ein bisschen um und lassen uns durch den Alexander mal erklären, was es denn da so alles gibt. Dann laufen wir vielleicht gerade mal hier auf die Regale zu und gucken mal, wow, das sind natürlich tolle Dinge. Alexander, was sind diese tollen bunten Kristalle, die wir da oben sehen? Ja, also das ist jetzt ein Sanalea. Ein Sanalea schützt uns vor der hochfrequenten Mikrowellen in einem Haus. Also am besten richtet man den in einem Haus gegen den Mobilfunk, da wo der Hochspannungsmasten ist oder ein Handymasten, direkt gegen den Strahl. Der baut ein reflektierendes Feld auf, wo dann sämtliche disharmonischen Energien und Informationen, die auf dieses Produkt aufprallen oder in die Nähe kommen, werden reflektiert. Das heißt, in diesen Feldern zu leben, ist eine Ruhe. Man spürt das auch sofort. Du spürst vielleicht auch hier jetzt in diesem Haus, in dieser kurzen Zeit, dass eine Ruhe hier drin herrscht. Kann man so sagen, man fühlt sich ruhig. Ja genau, es ist ja richtig gelöst. Und das ist nicht, weil wir keine herzischen Wellen mehr im Haus haben. Ich sage immer das Wort herzischen Welle für herzische Welle. Sondern weil wir keine disharmonischen Informationsfelder mehr haben. Dieses Haus ist frei.
Und das kann ich im Prinzip mit jedem dieser Dinge tun und kann die zu Hause bei mir, wie gesagt, anbringen gegenüber einem Handymasten oder einem Hochspannungsmasten. Genau. Sind die alle gleich, die ich da sehe, oder gibt es Unterschiede? Nee, das ist rein individuell vom Geschmack her unterschiedlich. Es gibt auch hier eine Arbeitsplatzlösung, die kann man sich beim Bildschirm, beim Arbeitsplatz hinstellen und hat eine Lösung für sich rundum herum. Aber man kann jetzt nicht einfach zwei solche Produkte in ein Einfamilienhaus reinstellen und meinen, man hat alles harmonisiert, oder? Jedes Haus ist individuell, da haben wir Wasserrad und Görinetz, Hartmann-Gittern, dann hat man Verwerfungslinie, dann hat man ein Schlafzimmer direkt an der Steckdose, das Kopfkissen an der Steckdose, eine Nachttischlampe und weiß Gott was. Man muss schon immer das Gesamte anschauen. Das heißt, erst sollte mal ein Spezialist, der bei euch ausgebildet ist, oder direkt jemand von Vostag AG da hinkommen. Gibt es da Messgeräte, wo man das alles messen kann? Ja, es gibt Messgeräte, aber es gibt auch Leute, Menschen, die das gelernt haben, sie spüren diese Felder. Mhm. Man läuft durch und weiß genau, wo das Störfeld ist, dann wird das Schlafzimmerbett einen Meter nach links verschoben und der Mensch schläft wieder. So einfach kann es sein. Manchmal kann es so einfach sein, manchmal ist es natürlich auch ein bisschen komplizierter. Ich möchte mal da ein bisschen weitergehen. Jetzt sehe ich hier auf der Seite das Thema Masterchip, Vostag-Chip, elektrischer Mini, Elektrik-Mini. Wozu sind diese Produkte? Also auch da, wir haben ja immer wieder sofort irgendwelche Störfelder. Beim Handy zum Beispiel haben wir beim Handy, der erzeugt eine hertzsche Welle direkt zum Handymasten, immer zum nächsten. Mhm. Er ist ja ständig im Sendebereich drin. Und er sendet nicht nur diese hertzsche Welle, sondern immer eine Resonanzschwingung, diese Müllinformationsschwingung, die immer wie ein Trommelfeuerwerk in unseren Organismus einhämmert. Diese wird mit diesem Chip aufgehoben, total reflektiert. Gibt es nicht mehr. Kann ich da neutralisieren. Und zwar direkt an der Quelle. Und ob ich das jetzt beim Elektrik Mini zum Beispiel mache, mit einem WLAN, dann habe ich das Problem dieser Resonanzschwingung im ganzen Haus auch nicht mehr. Also das wird quasi auf das WLAN-Gerät aufgeklebt oder aufgemacht? Genau, unten hingelegt und dann haben wir wieder die Totalreflexion, da kommen keine Resonanzschwingungen mehr raus. Okay, was ist der Unterschied zwischen Masterchip und dem Vostag-Chip? Das ist die Information, die wir darauf haben. Hier haben wir die Information drauf in Bezug auf Elektrosmog. Mhm. Und hier haben wir noch aufgrund dessen erhöhten Radioaktivitätswerten, auch hier bei uns in der Schweiz leider Gottes, dass wir diese Information der Radioaktivität und der Elektrosmog gleichzeitig harmonisieren. Je näher dieses Produkt am Körper ist, desto besser. Ich persönlich trage jetzt nicht diesen Masterchip, sondern ich habe hier für diese Radioaktivitätsinformation diesen Rohstab, den ich trage, der Körper wird informiert und Kinder können ja sowas nicht tragen. Aber alle Kinder haben ein Handy heutzutage, das ist ja verrückt. Ist leider so. Ja, dann haben wir den Masterchip eben fürs Handy, damit beides gleichzeitig reinformiert wird im Körper. Drin, muss ich zwei drauf machen oder sind die einfach für zwei Geräte? Nein, zwei drauf. Auf ein Handy zwei Chips. Ah, okay. Genau. Okay, für beide Informationen. Wunderbar. Und jetzt gehen wir noch einmal zur anderen Seite und schauen uns an, was wir da so Tolles haben. Alexander, ich habe hier sehr viele tolle bunte Steine, geschliffen, ganz spitz, halbrund, ganz glatt. Wozu sind diese Produkte? Das ist für Therapiezwecke gedacht. Jedes Einzelne hat einen anderen Hintergrund. Also einerseits therapeutisch, auf der anderen Seite auch als Schutzanhänger gedacht. Nehmen wir hier zum Beispiel diesen Seestern, der baut ein wunderbares Harmonisierungsfeld um den Menschen herum auf. Das haben wir mal mit dem Skalarwellenkoffer von Professor Konstantin Mal getestet. Wenn immer ein Mensch dieses Produkt bei sich trägt, ist er vollständig geschützt vor sämtlichen Resonanzschwingungen, die dieser ganze Elektrosmog-Müll letztendlich ausmacht. Aber nicht jedes Produkt kann man 24 Stunden am Tag tragen. Dieses aber schon. Das heißt, es muss immer möglichst vom Therapeuten in dem Vorfeld geschaut werden, was ist wofür gut, wer braucht es wann und wie lange. Ja. Und so wie er es empfiehlt, so soll man es auch dann nutzen. Unbedingt, ja. Das heißt ja, viel ist nicht immer gut. Mhm. Und diese Produkte haben auch eine gewisse Schwingung, eine gewisse Kraft, eine gewisse Wirkung. Und man muss das individuell anschauen auf den Organismus eines Menschen. Und ich sehe, es gibt auch überall, gibt es Beschreibungen dazu, zu allen Produkten, wie sie zu nutzen sind. Dann haben wir hier noch eines, das ist rund und hat wie eine Spirale drauf. Ja, ja, das sieht aus wie ein Kornkreis, ist es auch. Ah, okay, okay. Genau. Was haben wir da? Was ist das?
Das ist ein Zauberstab. Ein Zauberstab, der konzentriert uns besser auf das, was oben ist, auch das, was unten ist, also auch auf die ganzen hermetischen Gesetze. Es bringt das deutliche Ich wieder zum Ausdruck, unsere Schöpfungskraft. Aber letztendlich ist es immer entscheidend, wie ist das Bewusstsein der Menschen, die dieses Produkt tragen wollen. Mhm. Also wir müssen uns da schon unterhalten mit unseren Kunden, bevor sie was kaufen. Also es wäre nicht so einfach wie im Supermarkt. Das wollen wir auch nicht, oder? Wir wollen ja die Menschen auch hinführen auf einen Weg, sie wie eine Brücke begleiten, von einer Seite auf die andere zu kommen, mit den einfachsten Möglichkeiten, die es einfach mal gibt. Aber grundsätzlich braucht es das alles nicht, wenn ein Mensch ein genügend hohes Bewusstsein dazu hat. Wenn er eine gewisse Ausrichtung hat, eine gewisse Strahlkraft hat, gewisse Dinge, die Elektronen um uns herum auch umzuinformieren, wenn er das kann, dann braucht er solche Dinge nicht. Das sind nur Hilfsmittel. Wollte ich gerade sagen, das sind alles Hilfsmittel, aber wir sind ja in einer Zeit der Umwandlung, der Umstellung und da brauchen wir halt noch ein paar Krücken, um laufen zu können. Genau, das sehe ich auch so. Ja, im Moment schon noch. Ja, ja. Vielleicht noch ein bisschen weiter im ganzen Sortiment. Was sehen wir jetzt hier? Rechts sind so Metallteile. Was ist das denn? Ja, also viele Menschen hören nicht mehr auf ihrem Bauchgefühl. Hä? Mhm. Die Intuition, die persönliche Intuition. Das ist ja eigentlich reine Physik. Ein Pendel für sie funktioniert über reine Physik. Man stellt es sehr gerne in die Esoterik-Ecke, wenn jemand da pendelt und sagt, rechts drehen, links drehen. Das ist aber wirklich nicht so. Das ist absoluter Blödsinn. Man kann heute pendeln, physikalisch erklären, warum und wieso es funktioniert. Und was für Schwingungen wir aufnehmen, warum wir die aufnehmen und was die Aussagekraft solcher Schwingungen sind. Darum lernen die Menschen bei uns in den Ausbildungsseminaren auch, warum ein Pendel funktioniert und was man daraus herauslesen kann. Ah, das heißt, das sind Pendel, die ich hier sehe. Und dieses kann ich hier lernen. Das heißt, es ist nicht so, dass man das so, wie man das früher, dass die Großmutter da irgendwas ganz heimlich im Kämmerchen weitergibt, sondern das wird heute auch physikalisch erklärt, wo der Hintergrund ist, warum es funktioniert. Ja, da oben liegen so zwei Handrouten, wenn ich das sehe. Und da gibt ganze einzelne. Physik darüber, ganze Abhandlungen darüber, über die Routengänger. Zum Beispiel die von. Vom Tippel-Inch Rainer Gebensleben ein Riesenbuch darüber geschrieben, das lässt sich wissenschaftlich nicht mehr verleugnen, was er da festgestellt hat, wie er durch die Störquellen, die Störfelder letztendlich harmonisieren kann oder outen kann. Faszinierend, was es alles gibt. Daneben sehen wir noch eine ganze Reihe von Elixieren. Vielleicht sagen wir da noch zwei Worte dazu. Ist natürlich auch wieder ein reines Therapeutenprodukt, also wenn die Menschen bei uns in der Therapie sind, in Behandlungen sind, brauchen sie gewisse Informationen, um ihren Organismus wieder ins Gleichgewicht zu bringen, zum Balancieren. Mhm. Und da ist das eine oder andere Elixier dann sehr, sehr wichtig für sie. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier noch die Zedern nehme, gibt einfach, da hat es Informationen drin, gewisse Informationen der Zedern. Und wenn dein Organismus in Disbalance geraten ist, kann diese Zeder sehr wichtig sein, dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, die werden in der Aura angewendet? Ja, genau. Wie man will, in die Aura oder einfach mit drei Spritzer ins Mund. Ja. Genau. Also eine ganz interessante Thematik bei der Vostag. So viele Dinge, die ich so gar nicht kenne und die ich so noch gar nicht gesehen habe. Wenn ich jetzt hierher komme, sehe ich sogar wieder, es geht um das Thema Wasser. Was haben wir denn hier, dieser orangefarbene Ring? Ja, das ist jetzt der Frigo. Der Frigo kommt in den Kühlschrank und reinformiert sämtliche Nahrungsmittel im Kühlschrank drin wieder mit der Information von Leben und Liebe. Wir haben ja heutzutage sehr viele Nahrungsmittel, die tragen alle möglichen von Müllinformationen. Ja. Meine, müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel Radioaktivität wir heute zum Beispiel im Boden haben, was wir alles für Schwermetalle im Boden drin haben, was wir alles für Gifte sonst noch haben, das kommt alles in die Nahrungsmittel rein. Und diese Nahrungsmittel tragen Informationen, die nicht mehr im Einklang stehen mit unserem biologischen menschlichen System. Und diese Informationen, die werden mit diesem Produkt vollständig gelöscht. Die Nahrungsmittel halten länger und sie schmecken besser. Und das merkt man auch sofort. Sehr interessant für den Kühlschrank. Übrigens, was ich noch gerne sagen wollte in Bezug auf Pendeln, das ist ja auch so spannend. Früher hat man ja immer gesagt, da sitzt irgendein Engel auf dem Finger, oder? Und sagt rechts oder links. Das ist wirklich anders, das ist ganz anders. Und das ist so spannend, wenn man das den Menschen transportieren kann. Bei uns sind nicht mehr heute nur die Esoteriker-Leute zu Gast, sondern heute sind viele Herren da, die das verstehen wollen, die Wissenschaftler, die Techniker, die Ingenieure, die das hinaus in die Welt tragen wollen, also Menschen, die was bewegen wollen.
Und man kann einfach mit wissenschaftlichen, klaren, fundierten Grundlagen heute viel mehr noch Menschen erreichen, als nur über die sogenannte spirituelle Ebene. Obwohl das die wichtigste Ebene ist von allem, oder? Es setzt sich vieles zusammen aus der Wissenschaft und der Spiritualität. Wenn wir da einen gesunden Mittelweg finden, denke ich, ist es für viele Menschen auch einfacher anzunehmen. Sie dann, reden ne? ja alle vom Gleichen, oder? Ja, genau, genau. Hätte ich gerne noch was gewusst. Geomini sehe ich hier. Hier sehe ich ein Wasserrohr, was ummantelt ist. Wo ist da der Hintergrund? Es ist ein ganz einfaches Energetisierungssystem von unserer mit Wasserprodukten, Wasservitalisierungssysteme. Das habe ich zum Beispiel immer in meinem Portemonnaie drin. Das lege ich immer unter das Nahrungsmittel und das Essen, wenn ich irgendwo auswärts essen gehe, oder ein Glas Wasser drauf. Sehr gut testen kann man das, wenn man so einen sauren Orangensaft nimmt oder einen scheußlichen Weißwein draufstellen, und der schmeckt schon besser. Und dieses System im Kleinen gibt es natürlich auch im Großen für ganze Einfamilienhäuser, wo einfach der Hauptwasserhahn entsprechend umwickelt wird. Das Wasser wird wieder reinformiert. Also alle Informationen von Schadstoffen werden uminformiert. Es ist immer dieselbe Technologie. Sehr interessant, sehr interessant. Und so einfach, wie es aussieht, oder? Wir könnten das jetzt natürlich sehr teurer verpacken und golden oben und unten alles vergolden, aber es ist nicht möglich. Es soll ja Sinn und Zweck erfüllen, ja. Ne? Und nicht im Prinzip wollen wir ja keine Verpackungen verkaufen, ja. Das überlassen wir den anderen. Genau. Gehen wir vielleicht einmal ein bisschen weiter und schauen uns da noch ein paar andere Dinge an. Alexander, ich sehe hier eine große Kugel liegen und verschiedene andere Teile drumherum. Was hat es denn damit auf sich? Also das ist eine Harmonisierungskugel, die kann man in die Mitte eines Hauses stellen. Die harmonisiert jetzt ein ganzes Haus vor sämtlichen disharmonischen Schwingungen. Das heißt, dass ich diese Ruhe in ein Haus bringe. Mhm. Ein Haus, die Menschen in diesen Feldern schütze vor Elektrosmog, von diesen disharmonischen Resonanzschwingungen. Und damit ich dieses Feld nicht nur in der Mitte habe, muss ich in jede Ecke so ein Prisma setzen. Also in jeder Ecke des Hauses? In jeder Ecke des Hauses kommt so ein Prisma plus die Kugel. Und dann wird diese Resonanz, diese Totalreflexion erzeugt. Dass ein Mensch in diesen Feldern sich ruhig, wie soll ich sagen, er lebt in diesen Feldern, er ist wieder sich selber. Er ist wieder sich selber, das heißt, er wird nicht mehr ständig bombardiert, oder? Ich wollte gerade sagen, Elektrosmog bewirkt ja in unseren Zellen eine sogenannte Unruhe. Das heißt, die Zellen fliegen hin und her und wackeln hin und her. Und durch solche Dinge, die wir einsetzen, haben wir den Vorteil, dass unsere Zellen mehr wieder in die Ruhe kommen und ihre Eigenschwingung spüren und nicht die von irgendwelchen Gigahertz, Megahertz, Kilohertz, die um uns rumflüchten. Ja, man kann das auch noch weiter ausdehnen. Eine Zelle geht auf und zu. Für den Sauerstoffanteil, der es aufnimmt, und für die Nahrung und für den Ausscheidungsprozess. Aber immer wenn eine Zelle aufgeht, wird sie beschossen mit diesen Resonanzschwingungen, mit Informationen vom Müll. Mhm. Und wenn das ständig passiert, dann nimmt die Zelle auch immer diese Müllinformation auf und dann haben wir eine Krebszelle. Auf der anderen Seite ist diese Resonanzschwingung immer Träger von Energie. Und wenn immer Energie in eine geschwächte Zelle reinschießt, dann ist die Gefahr groß, dass dieses elektromagnetische Potenzial, das eine Zelle hat, um sich aufzustoßen und zugehen, gestört wird. Und dann haben wir ein Stoffwechselproblem. Also vieles hängt damit zusammen, was ihr da versucht, mit euren Dingen da in Harmonie zu bringen. Wenn wir weitergehen, hier unten sehe ich viele, viele bunte Stoffteile. Mhm. Was steht drauf? Muscheli. Ja. Jetzt ist das so ein Begriff, wo ich so nicht so viel damit anfangen kann. Ja, vielleicht ist ein hochdeutsches Wort. Ne? Erklärst du das nochmal? Ja, also kleine Kinder, Babys insbesondere, kleine Kinder bis 10, 12 Jahre, die lieben immer noch so ein Stoffprodukt in den Händen zu halten, um zu schlafen zu gehen. Und dieses Produkt ist auch informiert. Und die nehmen das und sie fühlen sich so wohl um dieses Produkt. Und der Grund ist wieder dasselbe, dass das Produkt macht wieder ein großes Resonanzfeld auf, wo dein Baby, ein Kleinkind, geschützt ist. Es kann sich ja nicht ausdrucken, was fehlt ihm. Er merkt nur, dass ihm was stört. Und ständig wird es bombardiert und schreit die halbe Nacht hindurch. Muss aber nicht sein. Dafür gibt es jetzt die Muschelis von Vostag, die ja. Kinder ruhig halten. Werden viele Mütter dir dankbar sein, wenn sie das hören. Ja. Gehen wir noch ein Stückchen hier weiter zurück. Und schauen mal, auch da noch unterschiedliche Kristallprodukte. Hier haben wir in einem Glas drin ganz viele, die hier an so einem Perlonband aufgehängt sind. Da haben wir noch mal eine andere Pyramide, hier haben wir wieder eine andere. Sag uns dazu noch ein bisschen was. Ja, da sind wir wieder bei dem Wasser. Also ich nehme jetzt das noch schnell zur Hand. Da, es geht. Das sind Wasserperlen.
Und mit denen machen wir hauptsächlich gemeinnützige Arbeiten. Diese Wasserperlen kann man einfach in einen Fluss oder in einen See schmeißen und dann wird auch ein Fluss und ein See reinformiert. Das heißt, die Wasserqualität verändert sich da. Das machen wir schon seit 15 Jahren mit dem Verein Lichtnetz. Das ist ein gemeinnütziger Verein, den wir ins Leben gerufen haben und haben schon fast alle Flüsse in der Schweiz diesbezüglich schon harmonisiert. Und wir freuen uns auch immer wieder, wenn die Zeitungen darüber berichten, wie erfolgreich plötzlich gewisse Seen ihre Qualität verändert haben. Das ist schon. Das hört sich dann gut an. Das hört sich dann super schön an, ja. Das ist eine schöne Sache. Und so sind diese unterschiedlichen Pyramiden, die wir hier oben sehen? Ja, also jedes Produkt hat natürlich wieder andere Informationen drauf und hat auch immer eine andere Form, um diese Energie, die sie hat, um auszustrahlen, auch bekommen kann. Also das ist eine ziemlich schwierige, hohe Wissenschaft dahinter, warum diese Produkte alle so aussehen. Wenn ich jetzt da drauf schaue, da steht Übersetzer, Verstärker, Achteckpyramide und Oszillationspfeil und Regenbogenpyramide. Wow, wenn ich jetzt komme und sage, ich will das alles bei mir daheim aufstellen, würde ich mir das empfehlen? Nein, überhaupt nicht. Oder? Mir ist mal wichtig, was du überhaupt willst und was du brauchst. Ich verkaufe dir nicht irgendetwas, was du nicht brauchst. Also jedes Produkt hat seinen Sinn und seinen Zweck, dass es zu erfüllen hat. Also auch da geht es erst vorab eine Beratung, eine Standardanalyse. Was braucht man, was ist sinnvoll und was kann man dann einwenden? Genau. Ja, wenn ich jetzt da hinten bin, da will ich gleich nochmal 10, 20, 30, 40 Jahre jünger sein. Ganz tolle Kuscheltiere. Ich glaube, du spielst aber auch nicht mehr mit denen. Wozu habt ihr die denn? Hast du eine Ahnung? Also auch ich habe einen Bär im Bett. Meine Frau übrigens auch. Nicht für die Zeiten, wo ich nicht zu Hause bin, aber dieser Bär hat einen ganz einfachen Dienst. Es ist ein Informationsträger unserer Produkte. Es ist ein reiner Alpaka-Produkt, inwendig wie außen vollständig Alpaka. Und dieses Produkt ist informiert. Und wenn ein Kind diesen Bären zu sich nimmt, hat er wieder ein schönes Feld um sich herum. Darum ist er so begehrt. Sie sind geschützt, sie fühlen sich umsorgt, sie haben keine disharmonischen Informationsenergien mehr, kein Elektrosmog mehr, nichts. Das heißt, auch da hat der Bär was drin oder wodurch macht er das? Durch die Information, die wir ihm übertragen haben, auf diesen Informationsträger. Das Alpaka-Produkt ist nur ein Trägermaterial für das, was wir in unserem Verfahren der Energetisierung machen. Und das bleibt dauerhaft erhalten, auch wenn der Bär mal gewaschen wird? So ist es, genau. Also wir gehen von 99 Jahren aus. Das wissen wir, dass es macht. Ob es länger macht, da gehe ich davon aus, dass es auch länger bleibt. Aber das brauchen wir auch nicht mehr so lange. Ja. Und es geht einfach darum, dass das Kind in einer harmonischen Schwingung ist und letztendlich sich beruhigt, die Zellen sich beruhigen, es in Ruhe schlafen kann und es sich wohlfühlt. Ja, genau. Es geht genau um das. Diese disharmonischen Strahlfelder, die einem auf ein Kind einwirken und es sich nicht ausdrücken kann, ist geschützt davor. Liebe Zuschauer, vielleicht sollten Sie sich auch so einen kleinen Bären holen, denn es gibt ja auch manchmal disharmonische Störungen, die nicht unbedingt von Elektrosmog kommen, vielleicht vom Partner, vielleicht von einer Behörde oder Verwaltung. Vielleicht nützt der Bär dann auch was. Aber auf jeden Fall bringt er unsere Systeme mehr in Gleichklang. Und das ist eine der Hauptziele, die die Firma Vostag hier in Bichwil verfolgt. Alexander, dann erstmal vielen Dank. Jetzt hast du gesagt, dürfen wir uns noch ein bisschen umschauen, wo alles gelehrt wird, wo die ganzen Schulungsräume sind. Und das, liebe Zuschauer, das wollen wir uns jetzt noch einmal anschauen. Ich befinde mich hier im Timewafer Gesundheitszentrum. Neben mir Platz genommen Dr. Manfred Döb. Manfred, es ist ein wunderschöner Raum. Heißt es nicht eher Timewafer Wohlfühlzentrum? Ja, selbstverständlich. Das ist die Basis. Wenn ein Patient oder ein Kunde, ein Klient nicht entspannt ist und sich wohlfühlt, dann ist man ja gezwungen, ihn zu manipulieren. Und genau das wollen wir hier nicht. Das heißt, ihr bringt mit allem, was da drumherum ist, ob das Farbe ist, ob das die einzelnen Dinge sind, die wir hier sehen, wo wir gleich noch näher davon eingehen, die Menschen in eine Wohlfühlschwingung? Ja, das stimmt. Das Wohlfühlen ist eigentlich der Normalzustand des Menschen. Heutzutage aber
finden wir es kaum noch. Die Menschen sind überwiegend unruhig, gestresst, nervös, verkrampft. Aber in der Situation kann man schlecht therapieren. Was werden denn hier für Seminare? Wir sehen jetzt, da sind zum Beispiel 3 Matratzen aufgelegt mit Handtüchern und Kissen. Welche Seminare erwarten denn die Beteiligten gleich hier? Wir führen hier morgen das Kozyrev-Spiegel-Seminar durch. Der Kozyrev-Spiegel ist ein Therapeutikum, aber andererseits auch wieder für spirituelle Initiation zu verwenden. Oder um zu prüfen, ob man in der Lage ist, loszulassen oder nicht. Wir führen bevor der Patient oder der in dem Fall der Kursteilnehmer in den Kozyrev-Spiegel hineingeht, Messmethoden durch, wie zum Beispiel die Aura-Fotografie oder die Herzratenvariabilität. Dann nach 20 Minuten Kozyrev-Spiegel kontrollieren wir und wir sehen, ob der Patient sich energetisch aufwärts entwickelt hat oder nicht. Sofern er in der Lage war, Bedingung, heutzutage Therapien erfolgreich durchführen zu können, dann hat sich der Energiezustand durch den Spiegel verbessert. Der Patient ist wirklich vollkommen entspannt, er fühlt sich wohl, das stellen wir dann auch fest. Oder aber er kann nicht loslassen. Er denkt die ganze Zeit, Denken ist das Gefährlichste, was es gibt. Er erwartet etwas, er zweifelt etwas, bezweifelt etwas. Was auch immer in der Großhirnrinde passiert, wirkt als Blockade. Also da geht es daran, an diese ganzen Dinge, die uns ständig auch alte Meister aus allen möglichen Mysterien und Kulturen sagen, dieses Loslassen, dieses sich freimachen, dieses sich im Geiste unabhängig machen als Basis überhaupt, um Intuition fühlen zu können. Und geht es hier in diese Richtung, dass die Menschen einfach anfangen, sich fühlen zu können? Ja, sich fühlen ohne zu denken. Das heißt, wenn ein Gedanke kommt, ihn durchlaufen zu lassen, ihn nicht festzuhalten und stattdessen hinabzufühlen in das Sonnengeflecht, in das zweite Gehirn. Für alle die Methoden, wie sie hier ablaufen, ist das zweite Gehirn viel wichtiger als das erste Gehirn. Das erste Gehirn ist bei uns allen mit so vielen negativen Inhalten gefüllt. Das Unterbewusstsein enthält verdrängte Energien und wir denken häufiger negativ als positiv. Es ist viel besser, nicht zu denken und nicht tun, nichts tun wäre falsch gesagt, aber nicht tun, dann kommen die Inspirationen. Also mehr in unsere Mitte gehen, mehr in die Ruhe gehen, mehr in das Selbstvertrauen hineingehen, also uns ständig von außen belämmern und bedämmern zu lassen und vor allen Dingen zu meinen, unser Verstand wäre das, der für alles eine Lösung parat hat. Da glaube ich, ist es doch besser, wenn wir mehr auf Intuition und auf die Dinge uns verlassen, die bei dem Seminar geschult werden. Wie heißt dieses wilde Gerät, wo die Leute hineinsitzen müssen? Es ist eine Kozyrev-Kammer, aber man kann auch sagen, ein Kozyrev-Spiegel, denn Kozyrev selber hat es Spiegel genannt. Es ist eine runde, kreisrunde Kammer aus Aluminium und in dieser Kammer werden Raum und Zeit aufgehoben, sofern man eben ohne Erwartungen und ohne Zweifel hineingeht. Hört sich natürlich unglaublich spannend an. Wir werden uns gleich einmal diese Kozyrev-Kammer anschauen und weiterhin mal gucken, was hier noch alles für Schätze verborgen sind. Der Botschafter des Wassers, Dr. Masaru Emoto, hält seinen einzigen Vortrag in der Schweiz am 10. April 2013 um 19 Uhr im Restaurant Element in Langenthal in der Lotzwilstraße 66. Melden Sie sich jetzt an, die Plätze sind begrenzt. Jetzt sind wir hier mit Dr. Manfred Döb ein Stück weitergegangen und sind hier in einem Seminarraum, wo die bekannte, berühmte Kozyrev-Kammer oder Kozyrev-Spiegel steht. Dieses halbrunde Ding, eben konnte ich da mal ein paar Minuten reinsitzen. Es ist schon unglaublich, welch innere Ruhe da einen
rundherum erfüllt und einhüllt. Und da möchte ich doch nochmal bei Dr. Manfred Döb nachfragen, was diese Reaktionen sind und vor allen Dingen, wodurch sie entstehen. Wir haben gesehen, schon Gittpyramiden sind drin. Über uns hängt eine große Kristallpyramide. Die Wirkungen sind so verblüffend. Da muss ich doch nochmal nachfragen. Manfred, durch was passiert das, dass ich in dieser Kammer sitze und so ein Gefühl von Frieden und Ruhe habe und gerade meine, ich wollte da gar nicht mehr rausgehen? Die Zeit, insoweit sie eben an den Raum gekoppelt ist, findet in dieser Kammer nicht mehr statt, sondern wir haben dort nur die universelle stehende Zeitwelle, die ja alle Informationen des Universums beinhaltet und instantan arbeitet. Das heißt, wer dort drin sitzt, der ist von den üblichen Abläufen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft abgetrennt. Er ist in der Gegenwart, er ist in sich selbst, er ruht in sich selbst. Alle seine Abstrahlungen, Aura, alle Felder, die wir abstrahlen, werden reflektiert und sammeln sich im Inneren, vor allen Dingen in den Chakren, insbesondere im dritten Chakra, im Sonnengeflecht. Das heißt, derjenige kann sich vollkommen zentrieren. Die Seele kann für die Zeit, in der man da drin ist, wieder die Herrschaft übernehmen. Wir sind unabhängig von alledem, was wir uns in Raum und Zeit in diesem Leben angeeignet haben, was wir gespeichert haben. Wir sind wieder wir selbst. Ein tolles Gefühl. Die Teilnehmer, die dieses Seminar jetzt hier besuchen, was kriegen die denn beigebracht? Wir testen die Patienten vorher und nachher, oder Patienten sage ich immer, die Kursteilnehmer. Und diejenigen sollten üben und lernen. Und wir merken das dann eben auch anhand der Kontrolle, tatsächlich sich von der Großhirnrinde, vom Verstand, von der Kontrolle des Verstandes und der Vernunft über alles und jedes zu lösen, loszulassen und es fließen zu lassen, die universelle Zeitwelle wieder in sich hineinzulassen und sich von der irdischen, unidirektionalen, linearen Zeitwelle abzulösen. Hat das so was damit zu tun, mit direkter Anbindung, mit wieder mehr auf seine eigene Intuition und sein Inneres zu achten? Ja, genau. Denn wenn wir eben in der Lage sind, uns von dem, was die Materie uns leider ständig antut, sofern wir sie als wichtig betrachten, wenn wir uns davon lösen können, dann kann das wahre Selbst, dann kann das, was unsere Essenz ist, wieder wirksam werden. Das versuchen viele natürlich auch mit Meditationen und Samadhi-Tank etc. Aber dies hier ist die einfachste Methode ohne alle Nebenwirkungen. Eine ganz interessante Methode, liebe Zuschauer. Dieses einfache Gebilde hat doch eine so große Wirkung. Aber wir sind noch nicht durch. Wir gehen einmal hier in diesem Time-Wafer-Zentrum noch in die nächsten Räume, was uns da noch alles Spannendes erwartet. Frau Markowitz, Sie sind hergekommen, um sich durchchecken zu lassen im Sinne einer Prophylaxe oder Prävention. Das heißt, nicht mit speziellen Symptomen, sondern um vorzubeugen, dass Sie nicht krank werden. Ist das richtig? Genau. Wunderbar. Das sind sozusagen unsere liebsten Patienten, denn man sollte das Kind nicht erst in den Brunnen fallen lassen und dann rausziehen, sondern man sollte
verhindern, dass es in den Brunnen fällt. Wir haben jetzt hier den Time Waver, die Med-Version. Die Med-Version arbeitet mit Feldern und mit Wellen und mit Strahlen. Um die Kommunikation zu verstärken, nehmen wir zwei Shungit-Elektroden. Wir untersuchen als erstes normalerweise die sogenannte Organkohärenz. Das ist die Untersuchung aller Organe des Körpers. Das läuft jetzt hier ab und dauert etwa 2 Minuten. Es werden alle Organe des Körpers durchgecheckt, inwieweit sie im und bei außerhalb wird dann noch differenziert Richtung Chaos tendierend oder Richtung Starre tendierend. Denn das sind die beiden grundsätzlich gegensätzlichen Veränderungsmöglichkeiten. So, wir sehen hier ein Phantombild. Und das ist für jeden Patienten gleich, das ist ja hineinprogrammiert. Aber hier unten sehen wir den Ablauf der Untersuchung. Das geht über 2 Schwingungen, eine rote und eine graue. Und zwischen diesen beiden Schwingungen wird die Kohärenz untersucht, also die Übereinstimmung oder zumindest Ähnlichkeit. Wir erkennen dann die Abweichung des individuellen Organs von seinem Idealzustand. Und dieser Idealzustand ist abgespeichert sozusagen in der Blaupause oder im Informationsfeld des Patienten. Wir haben hier grün die Normalbefunde, rot die Chaos-Tendenzen, blau die starre Tendenzen. Dann nehmen wir normalerweise das Organ mit der größten Abweichung von der Norm als erstes, in dem Fall die Leber, und gehen in die Tiefe, das heißt auf die Ursachenebene. Wir haben hier jetzt verschiedene Kategorien von Ursachen. Wir haben Viren, Allergien, Schadstoffe von außen, Mangel an Vitalstoffen, Pilze, Entzündungsherde, Zahnmaterialien, Bakterien, Strahleneinwirkungen, dann Schadstoffe von innen, vom Stoffwechsel her oder von Parasiten her, Konflikte, also auch die Psyche wird einbezogen, Autoaggression, ungesunder Lebenswandel und sonstiges. Das sind die Kategorien der Verursachungen. Und jetzt muss ich mich da mal hineinklinken. Das hört es sich jetzt so irre an. Jetzt sitzt die junge Dame hier neben mir und das Einzige, was sie in der Hand hat, sind 2 Shungit-Stäbe. Und sonst, sie ist nicht verkabelt, der Doktor hat sie nicht einmal angefasst. Also wie funktioniert das, dass das System jetzt so genau weiß, was der jungen Dame fehlt? Das ist das Prinzip der Quantenteleportation. Das heißt, wir kommunizieren mittels dieser Hardware mit dem Hintergrundfeld, dem Informationsfeld der Erde. Und das Informationsfeld beinhaltet alle Informationen, die auf dieser Erde überhaupt nur generiert werden, die normalen wie auch die krankhaften. Auch jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort, alles wird dort gespeichert. Die Speicherkapazität ist praktisch unendlich groß. Und so haben wir jetzt mittels 2er Rauschdioden, die gekoppelt sind, und mittels eines Kursereff-Spiegels die Kommunikation mit dem Hintergrundfeld aufgenommen und rufen dort für jemanden, der diese Daten aufweist, die Informationen ab. Dazu brauchen wir keine Verkabelung, das geht alles über Felder und Wellen. Wellen, auch nicht Hertzsche Wellen, sondern Hintergrundwellen, also Tachyonen, wenn man es so nennen will, aber es ist Quanten ist eigentlich der, es ist der richtige Ausdruck. So, nun hat die Tanja die Untersuchung hinter sich. Dr. Döb hat alle Methoden, die der Time Waver ihm zur Verfügung stellt, genutzt. Wenn ich mir das so anschaue, hat er irgendwas gefunden, was du noch nicht wusstest, oder wusstest du schon ungefähr Bescheid, was mit dir los ist? Ja, er hat was gefunden, von dem ich noch nichts wusste. Also mehrere Dinge. Aber es ist wie beim Arzt oder ist es beim Arzt anders?
Nein, beim Arzt ist es definitiv anders. Dort bekomme ich nicht so viele Informationen wie hier, also deutlich weniger. Das sagt uns eigentlich schon alles. Erstens Dinge gefunden, die die Tanja vorher nicht wusste, und auf der anderen Seite auch eine umfassende Information über ihren Zustand im Ganzheitlichen betrachtet. Das ist natürlich ein großer Pluspunkt, den das System hat. Es geht nicht nur auf die körperliche Ebene, sondern umfasst alles. Danke, dass wir dich fragen durften, und dann noch alles Gute für deine Gesundheit. Dankeschön. Wir gehen in den nächsten Bereich und schauen uns einmal eine Therapieform an, die hier im Timewafer Gesundheitszentrum angewendet wird. Mit der Erlaubnis des Patienten und natürlich auch von Dr. Manfred Döb durften wir uns hier nochmal in der Thematik umschauen, wenn behandelt wird, wenn also bereits eine Therapie zur Anwendung kommt. Jetzt sieht das für mich ja ganz vogelwild aus, Manfred. Erkläre uns mal bitte, was hier passiert. Wir haben hier zwei Applikationsformen des medizinischen Laser, nämlich die sogenannte Munddusche und die Gehirntherapie. Bei der Munddusche verwenden wir 5 rote Laser, die zusammengeschaltet werden, die die Mundschleimhaut erreichen und über die Mundschleimhaut das Blut. Wir brauchen in dem Fall dann nicht, wie wir es auch tun könnten, eine intravenöse Anwendung. Der Mund erreicht auch diesen Zweck, nämlich die roten Blutkörperchen zu energetisieren, aufzuladen mit einer kohärenten Information, man kann auch sagen mit einer Ordnung, und das Zellmembranpotenzial der Blutzellen zu normalisieren. Denn das Zellmembranpotenzial ist eigentlich für die Lebenserwartung und für die Krankheitsentstehung von entscheidender Bedeutung. Solange wir den Normalwert haben, sind wir jung oder fühlen uns jung und leben länger. Sobald das Zellmembranpotenzial sinkt, werden wir krank und sterben irgendwann. Das ist also, wenn man so will, in Anführungsstrichen eine Verjüngungsmethode. Das, was er da im Mund hat, was ja, da so genau rot rausscheint. Genau. Und jetzt hat der Herr auch noch eine Krone auf. Ja, die Krone beinhaltet jetzt keine roten Laser, sondern infrarote Laser und auch noch ein wenig grün und blau. Der infrarote Laser hat den Vorteil, dass er die Knochenkalotte durchdringt und unter dem Knochen ungefähr bis zu 3 cm ins Gehirn eindringen kann. Der infrarote Laser ist dann in der Lage, die Gehirndurchblutung zu steigern, die Gehirnleistung zu steigern, auch wiederum den Ordnungszustand im Gehirn zu normalisieren und somit bei einer ganzen Reihe von Gehirnkrankheiten positiv zu wirken, aber auch vorbeugend. Wenn man zum Beispiel Gedächtnisstörungen hat, kann das Gedächtnis wieder regeneriert werden. Wir können Alzheimer, Demenz und Parkinson vorbeugend behandeln. Das hört sich natürlich schon mal toll an. Vorbeugend bedeutet, wenn ich es auch schon habe, können dann sich Zustände der Verbesserung einstellen? Dann dauert es natürlich länger, dann, das heißt, ich muss öfters behandeln. Wenn ich es aber öfters tue, kann man auch da eine Verbesserung feststellen. Es gibt internationale Literatur darüber, in der das nachgewiesen wurde. Ich bin ganz fasziniert von dem vielen Neuen, was ich heute schon gesehen habe. Wir gehen vielleicht noch ein bisschen weiter. Dann hätte ich gerne noch ein paar Fragen, die ich stellen würde, um das ganze Zentrum einmal noch ein bisschen zu durchleuchten, was alles so geht. Aber erstmal vielen Dank, dass wir das hier filmen durften. Und ich glaube, Ihnen können wir jetzt nichts fragen, er ist so beschäftigt mit sich. Liebe Zuschauer, wir gehen weiter im Timewafer Gesundheitszentrum und werden uns noch in einer gemütlichen Ecke mit Dr. Manfred Döb über die Ganzheitlichkeit ein bisschen näher unterhalten.
Jetzt sitze ich hier nochmal mit Dr. Manfred Döb zusammen, um für Sie noch einmal zusammenzufassen, was das Gesundheitszentrum in Bichwil in der Dorfstraße 28 alles für Möglichkeiten bereithält. Manfred, viel gesehen, viel gezeigt, herzlichen Dank. Wie würde man das zusammenfassend bezeichnen, was der Patient hier in dem Gesundheitszentrum erwarten kann? Wir vollführen eine tatsächliche integrale Medizin, denn wir arbeiten auf etwa 7 Ebenen, die jeder Mensch enthält. Eigentlich sind es 12, aber jedenfalls 7 davon berücksichtigen wir. Also die materielle, die biochemische, die physiologische, die energetische, die regulatorische, die informatorische, die psychische und die Bewusstseinsebene. Alle werden bei uns herangezogen, bezüglich ihrer Tiefe diagnostiziert und bei Bedarf auch therapiert. Das ist ja unglaublich komplex. Wenn ich hier das Gesundheitszentrum besuche, muss ich dann immer warten, bis ich bei dir einen Termin bekomme oder wie geht das vonstatten? Wir haben ja nicht nur mich als Therapeuten, sondern noch 3 weitere. Das heißt, dass die Wartezeiten sich in engen Grenzen halten. Und wenn es mit dem sogenannten Zulauf der Patienten so weitergeht, werden wir noch weitere Therapeuten hinzunehmen. Das ist klar. Denn wir wollen keine langen Wartezeiten haben. Das heißt, neben dem, dass der Patient, wie wir das eben bei der jungen Dame gesehen haben, sich checken lassen kann, er kann natürlich auch kommen, wenn bereits das Kind irgendwo schon in den Brunnen gefallen ist. Therapieformen auf der anderen Seite, so mit Medikamente habt ihr es ja nicht so. Was ist denn noch ein Hilfsmittel, was ihr den Menschen gibt? Wir führen bei jedem Patienten eine 4-wöchige Fernbehandlung durch. Da muss der Patient gar nichts tun, das läuft ganz von alleine. Wir haben 4 Computer, die Tag und Nacht nichts anderes tun, als Fernheilungen auszusenden. Dann bekommt der Patient tatsächlich einige Mittel verschrieben oder empfohlen, die aber jetzt nicht chemischer Natur sind, sondern die körpereigene Stoffe sind oder pflanzliche Stoffe. Das heißt, die aus der Natur stammen oder eben körpereigene fehlende Stoffe ersetzen sollen. Und führen wir tatsächlich eine Basistherapie sinnvollerweise auch durch. Zum Beispiel, wir testen die Neurotransmitter im Gehirn und wir können sie zuführen in homöopathisierter Form. Das kann die Schulmedizin überhaupt nicht. Also ein Punkt nach dem anderen, wo sehr, sehr ganzheitlich das Ganze beim Menschen analysiert wird, wo genau auf die einzelnen Bereiche eingegangen wird. Ich habe das in so einer komplexen Form gar noch nicht gesehen. Gibt es was Ähnliches schon, was dem Timewafer gleichkommt oder ist es so ein Unikum, diese Geschichte? Ich bin seit 40 Jahren medizinisch tätig und habe auch schon viele Stationen hinter mir. Und muss sagen, dass das, was wir heute und hier erreicht haben an Komplexität, nirgendwo sonst existiert. Muss ich, ohne uns zu loben, ich muss es einfach sagen. Was wahr ist, kann man auch sagen. Und es ist ja auch eine fantastische Sache, so toll analysiert zu werden. Und vor allen Dingen, was für mich ganz entscheidend war, dass ich immer wieder das Wort Ursache gehört habe. Also alles, was dir der Körper gezeigt hat, der Patientin, wurde immer sofort in die Ursache gegangen. Wo kommt es her? Was ist der Auslöser dessen? Ist das so eine Grundüberzeugung in dem Gesundheitszentrum hier in Bichwil? Oder war das jetzt nur speziell bei der Patientin? Nein, das ist unsere Basisüberzeugung, weil wir davon ausgehen, dass man nur mit dem Menschen, mit dem Körper, mit dem Organismus, aber auch mit seiner Psyche gemeinsam etwas erreichen kann. Sobald wir etwas medikamentös einsetzen, wird der Körper immer befragt, ob er es will, und er bekommt nur, was er will. Wir manipulieren nie und arbeiten auch nie auf einer oberflächlichen Ebene, sondern immer auf der tiefen, verursachenden Ebene und haben damit natürlich auch die größeren Erfolge. Denn wenn man das tut, was der Körper will, dann
arbeitet er mit dem, was wir tun, zusammen. Andernfalls wehrt er sich dagegen und man muss dann mit Dosiserhöhungen versuchen, doch das Ziel zu erreichen. Wir nennen das, was wir tun, eine individualisierte und gleichzeitig objektivierte Form der Medizin. Das hört sich natürlich fantastisch an, wenn es so ein komplexes System jetzt gibt, wo die Menschen hingehen können und sich einen Check machen zu lassen, das ohne, dass er verletzt wird. Also ich habe das vorhin schon gesagt, kein Blut abnehmen, kein Röntgen, nicht diese klassischen Dinge, sondern es ist ein Analysesystem. Weiterentwicklungen, steht noch irgendwas aus, wo man jetzt schon durch die ganzen Versuche, die man macht, wenn ich an die tollen Kammern denke, einmal aus Schungit und einmal, was wir vorhin da in den anderen Räumen gesehen haben, da scheint mir so zu sein, als würde da schon schwer an irgendwas weitergearbeitet. Gibt es da was zu wissen, was unsere Zuschauer noch interessieren könnte? Weiterentwicklungen sind natürlich im Schwange, das sind neben der Aura und den Meridianen eine Zeitlinien-Diagnostik und Therapie. Das heißt, dass wir das Leben des Patienten bis zur Zeugung zurückverfolgen und die Knackpunkte herausfinden und dann die Knackpunkte mit einer geeigneten Therapie behandeln. Wir können auch zurückgehen in die Schwangerschaft und können schauen, was da passiert ist. Wir können, wenn wir wollen, auch die karmischen Ursachen erfassen. Wir geben Nahrungsmittelhinweise und in Zukunft werden wir auch dem Patienten ein kleines Gerät mit heimgeben können, mit dem er sich daheim täglich behandeln kann, das von uns aber programmiert wird, so dass genau das Programm abläuft, was der Patient braucht. Dann bedanke ich mich für die tollen Informationen und den schönen Einblick, den wir in das Timewafer Gesundheitszentrum nehmen durften und natürlich die Zeit, die Sie sich genommen haben, uns zu begleiten. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, das Timewafer Gesundheitszentrum in Bichwil, eine wirklich erwähnenswerte und empfehlenswerte Institution. Sollten Sie einmal ein Problem haben oder besser noch, bevor Sie ein Problem haben, machen Sie einen Termin, gehen Sie dorthin, lassen Sie sich mal komplett durchchecken und Sie werden begeistert sein, mit welcher Genauigkeit und mit welchem Wissen die Therapeuten hier ausgestattet sind, um Ihnen wirklich bis auf den letzten Zahn fühlen zu können. Denn es geht um Ihre Gesundheit, um Ihre Zukunft und um Ihr Leben. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass Sie heute uns gefolgt sind nach Bichwil in das Timewafer Gesundheitszentrum und zur Firma Vostag AG hier in die Dorfstraße. Der Besuch hat sich gelohnt und empfehlen kann ich Ihnen das auch. Ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.